6. November 2038. Es ist 19.51 Uhr. Es regnet schon wieder. Kölner Wetter. Wir haben sogar einen Regenschirm dabei. Warum benutzt du den denn nicht? Hier sieht es immer sehr, sehr schön aus hier. Keine Ahnung, die Kirschbäume und so erinnern mich irgendwie voll an Japan. So. Jetzt wieder dieses komische Ding. Können wir da jetzt dran was machen? Berühren. Was ist das eigentlich für ein Ding? Passiert da irgendwie was? Jetzt geht's nicht mehr. Komisches Ding. Ah, wunderschön, nicht wahr? Wunderschön. Ja. Das ist bestimmt eh wieder in der Mitte zur Amanda. Frag mich, wo das ist. Wo ist sie denn jetzt? Amanda? Hallo? Vielleicht da hinten. Kann man da hinten was machen? Da leuchtet was blau. Mal gucken. Hallo, Amanda. Oh. Connor. Kommt hinten her. Ich habe dich erwartet. Ich hab die gar nicht gesehen. Stand jetzt da die ganze Zeit? Dieser Abweichler war ein faszinierender Fall. Zu schade, dass du ihn nicht festnehmen konntest. Boah. Es gibt keine Entschuldigung. Mir fehlte es an Effizienz. Konntest du etwas herausfinden? Ich fand sein Tagebuch. Aber es ist verschlüsselt. Die Dechiffrierung kann Wochen dauern. Was noch? Zeichen auf Wänden. Die Wände des Apartments waren mit Labyrinthen und anderen Symbolen bemalt. Wie andere Abweichler schien er wie besessen von RA9. Du warst kurz davor, den Abweichler festzunehmen. Wie entwickelt sich deine Beziehung zu diesem Lieutenant? Er schien dankbar, dass ich sein Leben gerettet habe. Ja. Er hat nichts gesagt, aber es auf seine Art ausgedrückt. Uns bleibt nicht viel Zeit. Die Abweichung breitet sich weiter aus. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Medien davon Wind bekommen. Wir müssen das beenden. Um jeden Preis. Ich bringe diese Untersuchung zu Ende, Amanda. Ich werde sie nicht enttäuschen. Es gibt einen neuen Fall. Geh zu Anderson und untersuche ihn. Zicke, zicke. Mach dies, mach das, mach jenes. Oh, sogar die LED ist gelb am Leuchten. Connor weiß auch nicht ganz Bescheid. Heraustreten. Nur am Regnen, ey. Kölner Stadtwetter. Suche nach Lieutenant Anderson. Na, dann gucken wir mal nach. Klopfen. Lieutenant Anderson! Und einer? Nein? Klingeln wir mal. Jemand zu Hause? Finde einen Weg hinein. Okay, also nicht durch die Haustür.
Da kann man nicht viel sehen. Hier steht sein Wagen. Boah, hat er da viele Aufkleber drin, ey. Oh Mann. Hey, halb auf dem Rasen geparkt. Alter, was so eine Garage. Fahr den Wagen doch da rein. Soll ich die Garage aufmachen? Nö. Hey, ich würde mich freuen, wenn ich eine eigene Garage hätte. Kümmert sich ja gar nicht um seine heiße Kiste hier. Tja. Dann können wir vielleicht den Müll durchsuchen. Sixpack an Bier. Sauren Säufer, du. Hier durchgucken. Ein Hund? Scheint fast so. Oh, man, den Taschenlampe raus, du. Ja, scheint sein Hund zu sein. Oh, Hank ist ohnmächtig. Lieutenant Anderson! Aufbrechen. Direkt zu brachial hier. Aua. Ruhig, Sumo. Ich bin dein Freund. Ich weiß deinen Namen. Ich will deinen Besitzer retten. Aufstehen. Wie nach Hank. Ui. Das bin ich, wenn ich von der Arbeit komme. Die Revolver. Flash Whisky. Oh je. Der hat eine lange Nacht hinter sich her. Genau. Black Lamp. Schottischer Whisky. 40% Alkoholgehalt. Revolver. Magnum. Kaliber 357. Eine Kugel übrig. Hat da jemand versucht, russisch Roulette zu spielen? Komm, scan. Scan den Bart. Spuren von Alkohol. Schottischer Whisky. 40% Alkoholgehalt. Im Bart verfangen. Herz, leichte Arrhythmie. Keine Anzeichen eines Traumas. Alkoholvergiftung vermutet. Aufwecken. Aufwachen, Lieutenant. Ha. Ha. Patsch! Ich bin es, Connor. Bleib liegen. Ich werde sie zu ihrem eigenen Wohl ausnüchtern. Ich muss sie warnen. Los, du Verdammt. Verpiss dich aus meinem Haus. Verpiss dich aus meinem Haus. Ja, das ist mein Hals. Danke im Voraus für Ihre Kooperation. Hey, verpiss dich, ihr Face von hier. Hey, ja, ja, hey. Diese Geräusche. Guter Hund. Fazit. Jetzt sind doch lieber eine Nico anschaffen sollen, hä? Nico. Rein da. Na, lass mich in Ruhe, du Arschloch. Ich geh nirgendwo hin. Mitkommen. Was soll das? Ich bin nicht beim Sack. Tut mir leid, Lieutenant. Schubs. Es ist zu Ihrem Besten. Aufdrehen. Du Scheiße, oh, tut doch oh nein. Was zum Teufel machst du denn hier? Vor 43 Minuten wurde ein Mord gemeldet. Sie waren nicht in Jimmys Bar, also bin ich hierher gekommen. Scheiße, ich bin bestimmt der einzige Kopf der Welt.
der im eigenen Haus vom eigenen Scheiß-Androiden angegriffen wird. Kannst du mich nicht einfach in Ruhe lassen? Tut mir leid, aber das geht nicht. Ich bin auf die Untersuchung des Falles programmiert und dafür brauche ich Sie. Dein verdammter Fall interessiert mich echt ein Scheiß. Lieutenant, Sie sind nicht Sie selbst. Sie sollten... Verpiss dich, verstanden? Verschwinde endlich hier! Ruckel, ruckel, oh. Halt kurz ein Standbild. Gut, ich verstehe. Es ist vermutlich gar nicht interessant. Ein toter Mann gefunden in einem Sexclub in Downtown? Oh nein! Man wird den Fall sicher auch ohne uns lösen. Naja, ein bisschen frische Luft würde mir sicher nicht schaden. Ja, war ja klar, wenn es um sowas geht. Im Schlafzimmerschrank sind ein paar Klamotten. Ich hole sie. Ach, jetzt bin ich auch noch hier Haushälter. Hier? Oh, schön, schönes Schlafzimmer. Schöne dunkle Tapete. So wie es sein soll. Naja, Bett ein bisschen unaufgeräumt, aber ansonsten. Recht gemütlich. Da sein Sessel zum Lesen oder whatever. Je nachdem. Mal sehen hier. Öffnen. Was möchten Sie anziehen? Scheißegal. Hippie. Streifig. Nehmen wir streifig. So. Genau. O ist wieder hoch. Alles in Ordnung, Lieutenant? Ja. Ja. Wundervoll. Nur, gib mir 5 Minuten, okay? Klar. Lecker. Boah, was ist das an? Fahre mehr über Hank, okay. Vor dem Kongress eine deutliche Warnung an Russland aus. Und forderte den sofortigen Rückzug aller russischen Truppen aus der Arktisregion. Was denn jetzt? Ah, oh, untersuchen, ja. Untersuchen, so. Schöne Waffe. Was wollten Sie mit der Waffe? Ich hab's doch gesagt. Hank ist suizidgefährdet. Sie hatten Glück. Der nächste Schuss hätte sie getötet. Ein Hundefutter einfach auf den Boden geschmissen. Ach guck mal, hier geht er sogar über die Waffe drüber und über den Whisky. Ah, das sind diese kleinen Details. Die machen es aus. Oh. Jetzt noch gedrückt halten müssen. Okay. So. Zack, wieder hingestellt. Ganz viel Pizza und Burger und Brotaufstrich. Und dann kannst du ja auch nochmal aufräumen, ey. Naja, habe ich kaputt gemacht. Das mit dem Fenster tut mir leid. Ich dachte wirklich, sie wurden überfallen. Natürlich wird Cyberlife für den Schaden aufkommen. Ja, okay, ich schicke ihm die Rechnung. Antumen Blues. Keine Ahnung, kenn ich nicht. Hank liebt Jazz. Oh, guck mal, ein Curve TV. Streicheln. Den Hund. Bakaini. Und auch mal gekrault. Angry Jazz. Hier kann ich gar nicht weiter, okay. Hier ist auch nix. Ich wollte übersehen. Doch. Da. Geh doch hier dran, du. Hallo? Bist jetzt dran?
Du musst runter gucken. Ah, kann ich wohl jetzt. Aha. Analysieren. Ist das vielleicht er als Junge oder so? Oh, verstorben. Anderson Cole. Anderson hat seinen Sohn verloren. Das würde das erklären mit dem Suizid gefährdet. Sei schön brav, Sumo. Ich bin gleich wieder da. So schnell ausgenüchtert. Das wäre schön. Russisches Roulette. Peng warten. Ja, okay. Zwei Sachen hätte ich noch finden können, aber ansonsten. Hippie-Shirt nehmen. Gestreiftes Shirt nehmen. Verständnisvolle Haltung. Ja, okay, dann. Fortfahren.